Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde. Berliner Brandenburger YouTuber Hertha-Fans. Macht euch bereit für ein weiteres Let's Play mit unserer Mannschaft Hertha BSC. Zurückgekehrt in den Karrieremodus. Heißt es, erstmal die vergangenen Parts verarbeiten. Einige gute Spiele liegen hinter den Verein, hinter Hertha BSC. Einige schöne Siege konnten wir einfahren. Und mich freut es, dass die Parts wieder gut ankommen auf dem Kanal. Rund nach einem Tag schon 100 Klicks, das ist okay. Allerdings geht da noch mehr. Da geht weitaus mehr, deswegen einfach aktiv mit dabei sein, teilen, favorisieren, abonnieren. Glaubt mir, Leute, es wird sich lohnen. Denn auch zum neuen FIFA heißt es von Anfang an direkt durchstarten. Und diesmal dann auch richtig. Aktuell gibt es halt immer noch Probleme mit meinem Internetanbieter. Kabel Deutschland, wo Grund es zu Verzögerungen kommen kann im Uploadplan, aber nicht kommen muss. Der Uploadplan, by the way, befindet sich in der Videobeschreibung unten. Und ja, ist auf jeden Fall mal ein Klick wert. Das war's. Natürlich spielen wir noch gegen den VfL Wolfsburg und schauen da erstmal in die Aufstellung. Ich verstehe nicht so recht, warum beide Innenverteidiger halt ein Tief haben. Ergibt für mich keinerlei Sinn. Heitinga verlässt Hertha BSC, das wurde offiziell jetzt bekannt gegeben. Sigerci hat sich in die Startformation gespielt. Ja, und den Rest würde ich eigentlich so lassen. Ja. Behrens wieder rechts, Stocker, das sieht gut aus. Vorhin im Party ist ja Werner etc. alle ein bisschen eskaliert. Ja. Kein Problem als erfahrener Pro-Keeper-Torwart hier diese Dinger zu bewältigen. Spaß. Weiter geht's. Hertha BSC ist zu Gast in der VfL Arena. Zu Gast bei den VfL Wolfsburg. Die Werksmannschaft geleitet und geführt natürlich von einem großen Automobilkonzern VW. Und in der Tabellenkonstellation sehen wir, dass die Berliner Hertha deutlich unter dem steht, was machbar ist. Und Wolfsburg zurzeit seinen Zenit, ja, ich will nicht meinen erreicht hat, aber aktuell komplett im Zenit steht. Sind da, wo sie hingehören. Champions League Qualifikation soll es am Ende der Saison beim VfL Wolfsburg sein und bei den Berlinern gesichertes Mittelfeld. Schauen wir auf die Startformation des VfL Wolfsburg, die in einer 4-2-3-1 Formation antreten mit Kevin De Bruyne und Ibiza Olic vorne im Offensivbereich. Die Berliner, ja, da auch keine wirkliche Veränderung im klassischen 4-1-2-1 System mit Timo Werner über links, Stocker den Zehner, Kalou. Ja, selbe Formation, wie man sie eigentlich auch erwartet hat vorab. Tolga Zigerci, 22 Jahre jung, hat sich zurückgespielt in die Startformation bei den Berlinern. War kurzzeitig verletzt. Und ebenfalls in der Startformation natürlich auch John Anthony Brooks, der aktuell ein kleines Formtief hat. Mal gucken. Leiter der heutigen Partie ist Harald Fimmler aus Deutschland. Wird uns hier durch die Partie führen. Anstoß, die Hertaner im blau-weiß gestreiften Trikots von rechts nach links und natürlich dann der VfL Wolfsburg von links nach rechts in den grün-weißen. So, Kalou schon mal einen guten Ansatz. Schade. Haben wir fast die erste Torszene hier am heutigen Nachmittag gesehen. Regnerisch.
13 Grad, nicht die optimalsten Bedingungen, um Fußball zu spielen, aber als Profi muss man da natürlich auch diese Arbeitsbedingungen akzeptieren. Es gibt deutlich schlechtere Jobs, brutalere Jobs, wie zum Beispiel der Job des DHL-Postboten, beziehungsweise Paketmenschen, weiß nicht, Postmensch, wie kann man diesen Beruf nennen, Zusteller. Ja, darüber soll es ein bisschen nebenbei off-part gehen. Denn, ja, die einen oder anderen wissen, dass ich ja Internetprobleme habe mit meinem aktuellen Internetanbieter Kabel Deutschland. Die außerordentliche Kündigung ist durch. Zum 1.7. werde ich dann kein Kunde mehr von Kabel Deutschland sein. Einfach aufgrund dessen, dass ab 18 Uhr von der bezahlten 100.000er Leitung vielleicht 1.000 ankommt. Somit jegliche Aktivitäten, die so einen jungen Mensch interessieren, man vergessen kann. Und jetzt sehen wir erstmal eine schöne Szene. Pekarik! Jawohl! 1-0 für Hertha BSC. Schönes Ding in der 9. Minute. Stark herausgespielt, Pekarik offensiv sich mit eingeschaltet. Das meinte ja Pai Dardai, der Jungtrainer bei Hertha, dass er sich in die Angriffe mehr mit einschalten soll. Und dann macht er es auch eiskalt wie ein Stürmer. Schauen Sie sich das an. Unten rechts am Keeper vorbeigelegt. Peter Pekarik belohnt sich mit diesem Tor für, ja, wirklich eine konstante Saison von Anfang an bei den Berlinern. Stark. Enorm guter Rechtsverteidiger bei den Berlinern. Bestimmt auch von einem oder anderen Verein umworben in den nächsten Tagen. Kommen wir zurück zum Thema. Also ja, Vertrag läuft aus am 1.7. Dann bin ich quasi, beziehungsweise bin ich schon Telekom-Kunde. Das Einzige, was natürlich noch nicht da ist, dank der DHL, ist der Telekom-Router. Plus Zugangsdaten. Zugangsdaten, gut, die kriegt man auch per Hotline, per Internet. Aber wichtig ist natürlich, dass dieser Drecks-Hybrid-Router, der wohlgemerkt 400 Euro kostet, einfach mal seit fast schon zwei Wochen. Oh nein. Seit ein bis zwei Wochen einfach in Börnikow rumliegt. Das ist so ein Zielpaketzentrum von der DHL. Also quasi das Verteilerzentrum, und da liegt es seit ein bis zwei Wochen aufgrund des Streiks. Da wird sich halt, da bewegt sich wahrscheinlich gar nichts. Und ja, jetzt muss ich halt hoffen, dass bis zum 1.7. irgendwie da dieses Paket kommt. Denn sonst habe ich kein Internet, ja. Bis der Router dann halt mal kommt. Bis zum 1.7. geht halt hier noch die Holzleitung von Kabel Deutschland gut klar. Und natürlich sollte dann gern mehr drin sein. Telekom meinte, ja, bis zu 40 MB Upload und so weiter. Das klingt vielversprechend, besonders auch für die Streams, die ja sonst immer irgendwie bei mir geleckt haben. Und ich mich immer gefragt habe, woran das gelegt hat, beziehungsweise woran das lag. Und ja, es lag einfach am Paketverlust. Und haben wir auch abends wieder ein bisschen zocken. Von daher hoffen wir mal, dass der da mal den Finger zieht. Vielleicht kommt noch ein separates Video. Ich bin mir da nicht so sicher, ob ich zum Thema DHL was bringen soll. Ich müsste eh ein separates Video erstellen aufgrund der 500 beziehungsweise des 500. Videos auf YouTube. Ja, ja. 500 Videos schon hochgeladen. Krasser Shit. Allerdings ist es nicht so viel, wenn man bedenkt, dass ich 2,5 Jahre schon auf YouTube bin. Einige inaktive Phasen dazwischen waren durch private Dinge, durch Projekte, durch, ja, wie jetzt Internet. Naja. Wenn das Leben doch so einfach wäre, ne? So, Zigerci. Ah, zweimal bringt er den Ball nicht zum Gegenspieler, zum Mitspieler, sondern eher zum Gegenspieler. Ärgerlich. Wir reden ja, 30 Minuten sind um, beide Partien. Ja, beide Parteien, pardon, sind auf derselben Höhe.
wird gespannt beobachtet. Einige Nagelstiche werden immer wieder mal gesetzt von beiden Mannschaften. Schöne Flanke, aber abgefangen. VfL Wolfsburg in den letzten paar Minuten ein bisschen aktiver. Wirken doch vielleicht den kleinen Tick frischer. Aber sonst ist das grundsätzlich augentechnisch gesehen ein Gleichstand. Wow, gute Aktion. Und jetzt heißt es Konter. Schöner Pass auf Silici. Und der macht ihn nicht und Stocker kommt nicht zum Nachschuss. Schade, das wäre fast die zweite gefährliche Torszene der Berliner gewesen. Und dieser Partie. Ärgerlich, dass Stocker da nicht zum Nachschuss kommt. Da ist bestimmt noch einiges gegangen. Oh. Schön Behrens zurückerkämpft. Ah, die Wolfsburger stehen gestaffelt hinten solide. Lassen nichts anbrennen. Schäfer. Behrens. Schöner Ball auf Roy Behrens. Linke Seite völlig blank. Ach, leider wird ihn dabei in der letzten Sekunde dann doch wieder mal abgenommen. Stocker. Oh, das ist ein Foul. Gibt Freistoß für die Berliner. Nochmal hier vor der Halbzeit. Gefährliche Entfernung. Na gut, 28 Meter. Es geht deutlich näher am Kasten. Stocker wird ihn direkt probieren. Valentin Stocker holt die Ecke raus. Oh, gegen den Nacken von Luis Gustavo. Nackenschelle quasi. Das tut ordentlich weh. So, kurzer Pfosten ist geplant. Da ist natürlich dann niemand. Ja, und Brooks, den kann man deutlich besser zum Gegenmann bringen. So, wahrscheinlich, um die Spannung ein bisschen rauszunehmen, wird es hier 1:1 heißen in der Halbzeit. Die Berliner in der einen Szene völlig unkonzentriert hinten gewesen. Ja, und beglücken sich nicht mit der Halbzeitführung, obwohl sie es aufgrund des frühen Tores vielleicht sogar verdient hätten. Naja, 1:1. Gehen wir in die zweite Hälfte. Virinja. Olic. Wieder Ibiza Olic. Von Nico Schulz ein bisschen in Menge genommen. Kraft, schön. Ecke, Wolfsburg. Wird getreten natürlich von Kevin De Bruyne. So, Kalou gegen Gustavo. Kalou setzt sich hier gut im Geschwindigkeitsduell durch. Hat natürlich Vorteile. Oh, das ist ein Foul. Ach so, ein Foul an den Wolfsburger Gegenspieler. Na gut, das hätte ich von hier oben aus meiner Kommentatorenkabine ein bisschen anders beurteilt, gesehen. Mich sah das eher so aus, als wenn Kaluda einfach vom Ball getrennt wird durch ein Foulspiel. Rizic.
Schäfer. Stark gemacht nochmal davon Langkamp, der in letzter Sekunde noch rankommt. Erneut Eck bei Wolfsburg, die jetzt ein bisschen aufdrehen. Gefährliche Szene. Wenn da Naidu frei zum Kopfball kommt im 16er, ist es eigentlich schon fast ein sicheres Tor. So, und die Wolfsburger konzentriert. Und die Berliner natürlich radikal mit der Brechstange. Es muss jetzt dort hinten rausgehen. Kraft, nein, 2-1 Wolfsburg. Da kamen sie hinten einfach nicht raus und Wolfsburger machen es dann auch stark. Erhöhen den Druck immer und immer mehr. Dieser entscheidende Kopfballgewinn, Ablage auf die Bräune, Langkamp stand da nicht gut. So, Salomon Kalou. Roy Behrens. Schade. Wechsel bei den Wolfsburgern. Pisisic verlässt die Partie. Neu dafür Caligiuri. So, Behrens. Ah, Eckball. Komm, da geht noch einiges. Oh, Kalou. Kommt da fast frei. So, Pekarik. Auch hier wieder zur Stelle. Der Mann ist fast überall. Boah, starke Grätsche von Luis Gustavo. Einfach abgeräumt. Virinha. Langkamp zum ersten. Zweiten kommt er nicht ran. Schade. Die Bräune, gefährlich im 16er. Ui! Da Ulrich ein Glück über die Latte geköpft. Die Berliner kriegen den Angriffsaufbau gar nicht hin in diesem Spiel. Vielleicht letzt durch Kalou. Ah! Da wird es auch noch Foulspiel gepfiffen. Lächerlich. Nein, du passt auf, mach hinten alles dicht. Ja, die Wolfsburger spielen das natürlich clever. Die Berliner. Ach, er unkonzentriert. Flugs unnötiger Eckball. Muss er anders seinen Körper reinstellen und kommt es da auch nicht zum Eckball. Boah, was ist das für eine Absprache? Schöner Pass auf Behrens. Oh, das muss eigentlich sein. Oh! Ist in der letzten Sekunde noch abgegrätscht.
3 gegen 2 Situation. Das müssen die Berliner irgendwie besser rausspielen. Aber natürlich ist auch das Tempo, der Wille da, aber die Ausdauer. Wir haben es hier schon die 83. Spielminute. Wird natürlich gehechelt. Kommt die Kerze. Und erneut Eckball. Und Kalou allein auf die Reise geschickt. Oh Mann! Hier fehlt's wieder am Quäntchen Glück. Ja, Klose. Solide. Lässt nichts anbringen. Die Wolfsburger Hintermannschaft auf jeden Fall konzentriert. Und die Berliner lassen natürlich hinten jetzt alles offen. Und Kraft verlässt den Kasten. Und hat das Ding. Gut, das würde aber wahrscheinlich die Niederlage hier sein, nach der kleinen Serie, die sich Hertha BSC da aufgebaut hat. Ja. So ist es. Hertha BSC verliert in Wolfsburg, wo man verlieren kann. 2:1. Ärgerlich, da war eindeutig mehr drin. Zwischenzeitlich, ja, ich würde es fast aus Unkonzentration schieben. Tja. Kann man nicht viel zu sagen. Außer, dass natürlich eine Niederlage immer schmerzt. Allerdings im nächsten Spiel heißt es dann wieder von Null anfangen gegen den FC Augsburg, heißt es dann. Und das sollten wir holen. Augsburg aktuell auf den 17. Wolfsburg auf den 2. Und wir schielen ja ein bisschen auf die Europa League Plätze. 6., 5., 4. Platz. Mit 34 Punkten entfernt. Gladbach ist nicht so weit zum internationalen Geschäft. Und ich würde sagen, wir beenden hier den Part. Schaut auch wieder im nächsten vorbei. Klickt rechts an die neuen Videos. Schreibt einen Kommentar, wie ihr den Part fandet. Und dann sehen wir uns im nächsten. Bis dann. Lululul.